Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem Refashion-Video, denn ich habe aus einem Rock einen Jumpsuit genäht und wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Das ist also der Rock, den ich für mein Refashioning benutzen möchte. Das Muster des Rocks gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich möchte das einfach nicht als Rock tragen. Und ja, deshalb soll das jetzt ein Jumpsuit werden. Und als Vorlage dafür habe ich mir diesen Jumpsuit hier ausgewählt. Ich benutze sehr, sehr gern Sachen als Vorlage, die ich schon habe, weil ich dann weiß, dass sie mir gut passen. Und da kann ich dann auch gleich mal schauen, welcher Reißverschluss passen könnte, also welche Länge dafür für dieses Projekt perfekt sein könnte. Und außerdem brauche ich noch passendes Garn, natürlich eine Schere und Nadeln, ein Papier und ein paar Stifte zum Anzeichnen. Und hier ist auch ein Gummi eingearbeitet, das möchte ich bei meinem Jumpsuit natürlich auch haben. Deshalb werde ich das Gummi von meinem Rock verwenden, aber wenn ihr das nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch ein anderes Gummiband nehmen. Als erstes breite ich mir jetzt mein Papier aus, um das Schnittmuster abzunehmen. Bei diesem Schnitt muss man immer schauen, dass man den Gummi sozusagen gedanklich mit einrechnet. Und dann fahre ich einmal an den Kanten entlang und zeichne mir da die Linien, die für mich wichtig sind später beim Nähen. Die Kanten für die Hose kann man sehr gut abnehmen, indem man die dann einmal aufeinander faltet und dann entlang malt. Oben kommt dann noch die Taille. Die Teile dann am besten auch noch beschriften, damit man weiß, was welches Teil ist. Und dann geht es mit dem oberen Teil weiter. Da muss man dann auch diese Rundungen hier oben beachten. Einmal die Kragenrundung und Außenkante. Die Außenkante natürlich wieder mit der Taille eingerechnet. Dann die Taille an sich. Und da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied zwischen Vorder- und Rückseite. Allerdings, ja, habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass beides bei mir gleich sein soll. So, das sind dann also die Hosenteile. Einmal vorne, einmal hinten. Und das ist dann mein Teil sozusagen für hinten und vorne, was ich mir dann in den Bruch lege. Dann kann ich anfangen, mir die Teile anzuzeichnen. Das mache ich, indem ich meine Schnittmusterstücke einmal festpinne. Und dann muss ich mir das gar nicht anzeichnen, sondern kann gleich inklusive Nahtzugabe schneiden. Also lass mindestens 1 cm zum Schnittmuster. So, dann kommt natürlich noch der hintere Teil und so sieht dann mein erstes Hosenbein aus. Und ja, dann brauche ich natürlich auch noch das zweite Hosenbein und dafür nehme ich mir dann ein anderes Stück Stoff und lege mir dann das erste Hosenbein sozusagen einfach als Schablone darauf und schneide dann da auch wieder an den Kanten entlang. Und nun habe ich schon mal den unteren Teil des Jumpsuits, also beide Hosenbeine. Ja, dann habe ich noch den oberen Teil vom Rock, der soll jetzt zu meinem Oberteil des Jumpsuits werden und da lege ich mir dann auch wieder mein Schnittmusterteil auf. Das Gummi trenne ich dann schon mal ab, damit ich mir das alles besser anzeichnen kann und der Stoff sich nicht unnötig rafft. Und ja, das Gummi brauche ich ja dann später auch noch für meinen Jumpsuit. Da lege ich mir jetzt mein Schnittmusterteil wieder an die Kante, damit ich das schön im Bruch zuschneiden kann. Hier kommt dann also ja die eine Seite, aber wenn ich das aufhalte, habe ich schon mal die Rückseite des Jumpsuits. Und hier aus diesem Stück schneide ich mir dann die beiden Vorderteile, wo eben dazwischen dann noch der Reißverschluss genäht werden soll. Deshalb ist es nicht so schlimm, dass da jetzt vorher eine Naht dazwischen war. Hier kann der Reißverschluss eben dazwischen und bei dem Muster habe ich jetzt auch darauf geachtet, dass es eben zueinander passt. Die Kanten habe ich jetzt schon mal versäubert mit einer Overlockmaschine. Falls ihr sowas nicht zu Hause habt, könnt ihr auch einfach einen Zickzackstich nehmen. Und anschließend nähe ich schon mal den Reißverschluss ein. Ich habe jetzt hier einen teilbaren Reißverschluss, deshalb kann ich beide Seiten bequem voneinander getrennt annähen und dann später wieder zusammenfügen. Aber das würde auch mit einem nicht teilbaren Reißverschluss funktionieren. Den Reißverschluss nähe ich dann mit einem Reißverschlussfuß an.
am Anfang und am Ende verriegeln. Also verriegeln bedeutet ein paar Stiche vor, ein paar Stiche zurück und dann wieder ein paar Stiche vornähen, damit sich die Naht nicht mehr öffnen kann. Dann die komplette Länge durchnähen, so wie ihr das hier seht. Bitte nicht auf meine Nägel achten, ich weiß, die sehen schrecklich aus. Und ja, am Ende dann auch wieder verriegeln, sodass dann die eine Seite fertig ist. Und wenn ich die andere Seite auch angenäht habe, dann steppe ich das alles nochmal mit einem Geradstich ab, damit der Reißverschluss schön eingenäht ist. Falls ihr da Probleme bekommt mit dem Schieber, den Schieber einfach ein Stück zurückschieben. Und dann kann ich die komplette Länge durchnähen und auch wieder am Ende verriegeln. So sieht das dann bei mir aus. Und jetzt fehlt mir hier noch die untere Seite, die ist noch offen und die schließe ich dann ganz einfach auch wieder mit einem Geradstich. So, nochmal testen, ob sich der Reißverschluss gut öffnen lässt. Der lässt sich auf jeden Fall gut öffnen. Und dann mache ich mit der Rückseite weiter, beziehungsweise mit beiden Teilen, Vorder- und Rückseite, und nähe sie dann an diesen Kanten mit einem Geradstich aufeinander. Ja, dann seht ihr schon das Oberteil, so sieht es aus. Ich würde die Armlöcher eventuell noch ein bisschen größer machen und dann stören mich hier diese Kanten. Deshalb möchte ich hier jetzt noch Abnäher ran machen. Dafür habe ich mir das Oberteil einmal auf links gedreht. So kann ich das dann besser an mir abstecken. Beziehungsweise ich muss es verkehrt herum an mir abstecken, damit es später gut aussieht. Und dann mache ich den einen Abnäher und den anderen auf der anderen Seite auch. Das nähe ich dann wieder mit einem Geradstich an der Nähmaschine ab, so dass das dann auf der richtigen Seite so aussieht. Dass eben alles gut fällt. Und dann kann ich weitermachen. Diese Kanten hier sind noch sehr unschön und können ausfransen, deshalb versäuber ich die auch wieder mit einem entweder Zickzackstich oder ich jetzt mit einem Overlockstich. Und das habe ich dann gleich mit einem Geradstich abgenäht, also die unschönen Kanten sozusagen nach innen genäht. Und anschließend mache ich dann mit dem Unterteil weiter. Da nähe ich jetzt diese Kanten hier aufeinander, so dass das dann so aussieht. Und dann fehlt mir noch die untere Kante, ich glaube, das heißt Hosenboden. Und die nähe ich dann auch aufeinander. Und auch hier habe ich dann mit einem entweder Zickzackstich oder Overlockstich versäubert. Da haben wir dann auch schon die fast fertige Hose, so wie ihr das hier seht. Also es geht jetzt wirklich ganz schnell. Die ist oben natürlich noch ein bisschen locker, weil da später noch das Gummi reinkommt. Aber an sich sieht es doch schon aus wie eine Hose. Und hier an der Stelle nähe ich dann Oberteil und Unterteil zusammen, erstmal mit einem ganz normalen Geradstich. So, ihr seht schon, das ist auch noch relativ fransig, deshalb hier auch wieder versäubern. So, dass das dann so aussieht. Und ja, die untere Kante versäuber ich jetzt auch wieder. Und habe das dann auch wieder gleich mit einem Geradstich abgenäht, so dass ich da jetzt unten einen schönen Saum habe. Nun fehlt mir nur noch das Gummi in der Mitte. Da könnt ihr wie gesagt eins nehmen, was ihr habt. Ich nehme jetzt das, was der Rock vorher drin hatte und schaue jetzt erstmal, wie ich das hier befestigen kann. Das habe ich mir jetzt einmal geöffnet und möchte das jetzt hier rundherum nähen. Und ja, das, was ich mir jetzt hier ausgedacht habe, ist sozusagen das Gummi lang zu ziehen während des Nähvorgangs und dann gleichzeitig an den Stoff anzunähen. Also so, dass Gummi und Taille quasi gleich lang sind. Und wenn man das dann mit einem Zickzackstich aufeinander näht, bleibt die Naht eben elastisch und das Gummi zieht sich wieder zusammen und ihr habt am Jumpsuit eine enge Taille. So, und das ging jetzt eigentlich ganz fix, denn der Jumpsuit ist schon fertig.
Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Transformation-Video. Ich muss sagen, dass ich mit dem Outcome des Jumpsuits wirklich sehr, sehr zufrieden bin und man wahrscheinlich gar nicht vermuten würde, dass das vorher mal ein Rock war. Von daher ist das genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, ihr könnt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, dass das Endergebnis geworden ist. Und ja, ich hoffe, dass das Video an sich natürlich auch verständlich war. Falls nicht, stellt mir eure Fragen gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald im nächsten Video wieder. Also seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.